direkt neben Heinz Bockelmann-Berger gelandet. Wir machen die fünfte Kocheinrichtung mit Diana Brüttel vom Wirtshaus in Nürnberg. Hallo, Herr. Hallo, Diana. Was machen wir heute? Wir machen heute einmal ein Schwein Niedrigtemperatur gegart aus dem Backofen, Zucchini gedämpft, Zucchini roh mit ein bisschen Minze und Hirtenkäse, Gewürzbutter, Zitronenschale, sommerlich frisch, Weißwein dazu, relativ einfach wie immer. Oh, Niedertemperatur heißt aber, wir müssen gleich mal schauen, dass wir das in den Ofen kriegen, dass es nicht zu lang dauert. Wir haben nämlich heute Publikum da. Ja, das erste, zweite Mal mit Publikum. Ganz live mit Publikum. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, wir fangen im Prinzip gleich mal an, das Filet zu putzen. Das ist jetzt ein Schweinefilet. In der Regel, wenn man es kauft, bekommt man es immer mit Kopf, manchmal auch noch mit Kette, weil die Kette eigentlich für nichts zu gebrauchen ist, außer für Hundefutter. Die Köpfe kann man mittlerweile relativ preisgünstig separiert meistens schon beim Metzger kaufen. Wir schneiden den auch für das, was wir heute machen, relativ großzügig ab. Im Restaurant mache ich daraus Filetspitzen oder irgend sowas. Mhm. Die Silberhaut, wenn sie noch dran ist, wenn man sie kauft, ist relativ einfach abzunehmen. Wir machen uns einen nicht so sehr großkapitalen Haltegriff hier. Bisschen flexibles Messer und schaffen den Druckpunkt, quasi Fleisch oben, Messer, Silberhaut, Brett. Und dann ist wichtig, auch wenn das Messer scharf ist, nicht einfach nur durchdrücken, sondern wir müssen schneiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann kriegen wir das in einem Zug durch. Daraus kann man übrigens auch nichts machen. Wenn man es dran lassen würde, würde es sich biegen wie eine Banane, also weil es bei Hitze einfach reagiert. Ja, und bei jeder Temperaturgrad wird es ja auch nicht. Passiert kann nichts. Man es einfach nicht essen. Nein. Also wenn jetzt sowas wie so ein bisschen Fett dran ist, ist es in Ordnung. Ansonsten muss man sich bewusst machen, dass beim Niedrigtemperaturgaren halt auch Fett nicht weiter schmilzt. Also es ist einfach unangenehm. Genau. Also gerade beim Niedertemperaturgaren ist Fett ganz weg. Genau, ist nicht besonders schön, wenn man das alles so mit im Mund hat. Ja. Ja, also unser Filet, wir können es eigentlich so nehmen, wie es ist. Wir müssen es nicht weiter einpacken oder irgendwas. Haben wir hier zwei Einsätze, den unteren nehmen wir gleich ein bisschen zum Marinieren mit hier. Da bin ich relativ entspannt. Und hier mein Fleischbrett kann ich gleich mal auf die Seite tun. Welche Zucchini dabei schneiden? Das kannst du gerne machen. Die gelbe hätte ich gerne in so Streifen, wie ich da die grüne habe. Ich habe es genau verkehrt rum quasi jetzt vorbereitet. Ah ja, okay. Damit es spannend bleibt. Für mich ein bisschen Schwierigkeiten eingebaut. Ne? Ja, also wir fürs Filet bereiten uns jetzt einfach ein bisschen Aromen vor. Das heißt, relativ grob. Das, was wir später für die Gewürzbutter brauchen, zupfen wir uns ab und quasi die Stängel nehmen wir jetzt einfach noch ein wenig mit zum Aromatisieren mit her. So, das packen wir uns einfach so ein bisschen da dran. Schau mal, die Streifen so oder noch dünner? Wenn du sie mit der Länge nach halbieren würdest, dann sind die wie dünne Bandnudeln, dann fände ich es wunderschön. Okay, okay. Wichtig ist, also wenn Sie Fleisch marinieren oder überhaupt vorbereiten, ist eigentlich das Allerwichtigste, dass wir das mit dem Salzen ganz zum Schluss machen, weil wir jetzt ja doch ein bisschen länger eben mit Temperatur arbeiten. Und das, was wir eigentlich wollen, dass das Fleisch gleichmäßig rosa gegart ist, würde durch das Salz genau ins Gegenteil umschwanken, weil Salz nämlich Wasser an sich bindet und deswegen hätten wir einen grauen Trocknungsrand und deswegen salzen wir ganz zum Schluss. Schau, ist das eine Bandnudel? Das sieht oder macht es noch dünner? Nee, das sieht super aus. Das ist wunderbar. So, der Herrick hat ein ganz wunderbares Technik. Ah. Schon so Gadget quasi, also der hat einen Kerntemperaturfühler in seinem Ofen. Das heißt, was angenehm ist, ich meine, es gibt viele Menschen, die einen Bratenthermometer haben und sie finden es noch meistens nicht. Aber bei mir ist es direkt in der Tür eingebaut und jetzt vor allem mit Funk. Das heißt, ich kann das jetzt ganz bequem da rausnehmen, selbst wenn der Backofen schon heiß ist und versuche jetzt mit der Spitze ungefähr die Mitte zu treffen. Und dann funkt nicht er, sondern funken tut eigentlich der Backofen, sondern er reflektiert und misst. Das kann der Peter dann erklären, ne? Wie das wir das machen. Ne? Aber ein Fachmann für so eine Technik. Also wir gehen jetzt mal mit einer Außentemperatur von 75 Grad dran. Auch, dass sich das Fleisch nicht zu sehr erschreckt. Also früher hat man das so 220 Grad, gibt ihm Vollgas. Am Ende ist der Braten nur noch halb so groß. Das müssen mehr Klöße gemacht werden, als man eigentlich vorhatte. Mittlerweile weiß man, dass das eben anders auch gut funktioniert. Dass man so viel saftiger essen kann. Im Kern, für mich ideal, würden wir auf 55 Grad laufen. Im Prinzip ist es jetzt so, dass wir ein Rückwärtsgarverfahren haben. Also in vielen Kochbüchern steht, Fleisch scharf anbraten, dann in den Ofen geben.
haben die Kollegen natürlich recht. Die Erfahrung meinerseits ist aber, dass frisch gebratenes Fleisch, also wenn das Eiweiß einen frischen Crisp bekommt beim Braten, eben nicht im Ofen nochmal schwitzen kann, weil schwitzen tut das Fleisch ja jetzt dann, das einfach im Mundgefühl anders ist. Also wenn es ganz frisch gebraten ist. Und deswegen garen wir rückwärts. Also wir bringen es erst auf die Temperatur, die wir uns wünschen, und braten es dann kurz vorm Servieren einfach nochmal schön knackig heiß an. Alles klar, 75 Grad. Und dann? 52 Grad kann 55 Grad. 55 Grad. Das will ich jetzt. Das ist mein. Dann gehe ich auf Ändern. Das ist das Angenehme auch an diesem Backofen. Die Bedienung ist schlichtweg wie ein Telefon. Man tippt auch einfach drauf rum als M-Touch und korrigiert jetzt diese 52 auf 55. Hier zeigt er die Kerntemperatur an und in der Aufheizphase ist er jetzt auf 27 Grad. Das heißt, das ist im Moment noch Tagestemperatur, die wir heute vielleicht erreichen könnten. Aber jetzt wird noch bleiben. Kann gut sein, ne? Genau, du machst mir dabei die Bandnudeln fertig. Ich gehe mal gleich über und mache die Gewürzbutter. Wir brauchen ein Stück sehr kalte Butter. Man hat natürlich zu Hause irgendwie Küchenmaschinen, etc. Ist aber natürlich nicht immer notwendig, dass man die einsaut, nur weil man mal eben irgendwie eine kleine Kräuterbutter zusammenrühren möchte. Wichtig ist in dem Fall, dass die Butter kalt ist, also dass sie schnittfest ist. Und dann kann man, also das, was ich hier habe, ist übrigens Bohnenkraut und Rosmarin. Das packt man quasi an die Butter, also dass die Kräuter von der Butter mehr oder weniger umarmt werden. So, das Stück kann man nicht noch wieder zupacken. Und hat da ein schönes Butterpaket. Wenn man nämlich versucht, Rosmarinnadeln zu schneiden, dann fliegen die in der Regel, egal wie groß das Brett ist, eigentlich fliegen sie nur weg. Und dadurch, dass wir das Ganze in eine kalte Butter backen, können wir das einfach fein runterschneiden und kriegen so frische, fein geschnittene Kräuter, müssen also nicht auf getrocknete Ware zurückgreifen. Butter kommt sowieso ran, insofern schlagen wir da zwei Fliegen mit einer Klappe. Deswegen eben auch schön kalt, dass mir die Butter hier nicht in der Hand schmilzt. Das ist ziemlich praktisch, oder? Das geht auch sehr gut übrigens mit Kümmelkörnern, also alle Saaten, die sonst in der Küche rumfliegen würden, lassen sich eben durch den Butterpakettrick sehr einfach verarbeiten. Machst du das in der Schüssel? Das Ganze mir in die Schüssel machen, ja. Jetzt? Kannst du den Satz nochmal wiederholen, bitte? Wir machen einmal das Filet in Niedrigtemperatur gegart, einmal die Zucchini eben aus dem Druckdampfgarer und einmal die Zucchini roh als Salat. Für die Zucchini aus dem Druckdampfgarer, ich würde sagen, wir schneiden die einfach nur in schöne Stücke. So, das mache ich. Längt aus, schon passiert. Sendung versaut. Ach, Blödsinn. Eine Du darfst sie mir jetzt würzen und wunderbar mit dieser Gewürzbutter gemeinsam dann in deinen Einsatz reinlegen. Fürs Gericht, fürs Schweinegericht brauche ich dann noch ein bisschen Gewürzbrösel. In dem Fall, ich habe Korianderkorn. Das wird ganz leicht angedrückt nur. Ich persönlich rate davon ab, Gewürzpuder zu kaufen, weil sie in der Regel einfach verbrennen. Also das gibt wenige Einsatzmöglichkeiten, wo das auch sinnvoll ist. Wir erhitzen uns hier in den Topf einen Teil Olivenöl und einen Teil Pflanzenöl. Warum nicht mehr? Olivenöl an sich wäre einfach zu herb, also das wäre zu viel. Und, aber ein bisschen die Nuance ist schön. Okay. Ja? Dann habe ich hier ganz konventionelle Semmelbrösel, also kein Paniermehl, sondern Semmelbrösel. Und die backen wir jetzt quasi zu so einem Bräunungsgrad wie bei den guten Schnitzel. Also, dass wir was Schönes, Knuspriges mit dabei haben. Schau mal, deswegen wollte ich die Zucchini zum Blick machen. Ich habe nicht so ein geniales Schneidbrett, da kann ich jetzt einfach das so reinschieben. Das ist super praktisch. Das ist super praktisch, ja. Allerdings. Also, ich mache das eine angenehme Höhe zum Schneiden. Das haben wir gesagt. Achso, das ist aber noch nicht notwendig. Ja. Für die Butter, zum Aromatisieren in dem Fall, tun wir uns ein bisschen Zitronenschale rein. In dem Fall bitte, auch wenn Sie eine Bio-Zitrone kaufen, muss die immer heiß gewaschen werden, weil die werden auch gewachsen, damit die einfach zum Verkauf schön ausschauen. Also da geht es nicht um Spritzmittel, da geht es um das Wachs. Genau, da geht es um das Wachs, genau. Das fängt hier langsam das Brutzeln an. Wir geben unsere Korianderkörner.
dazu mit dazu. Wer das nicht mag, das gibt, schmeckt natürlich auch ohne. Man kann auch Kreuzkümmel nehmen, normalen Kümmel. Aber ein bisschen Gewürz finde ich eigentlich immer ganz schön. So, die Zitrone tun wir dann später. Deswegen heißt ein Restaurant ja auch Würzhaus. Wahrscheinlich, da hast du recht, dass es damit zusammenhängt. Wir können gleich ein bisschen salzen, weil sonst ist ja nichts anderes wie fertiges Brot. Königssalz übrigens. Königssalz? Mhm, ganz wertvolles Rosensalz. Auch von einem Hasbroker. Ja, klar. Ja. Warum ist denn der hier? Wir können das Produkt auch noch gleich mit vorstellen. Alles hier aus der Region. Nein, das Salz nicht. Offen gestanden. Aber zumindest der, der es. Hast du das ein bisschen im Auge, Herbert? Also, dass es so eine schöne Braunung bekommt? Ja, ganz im Auge. Wie vorhin ja auch schon erwähnt, Gemüse rot zu essen, kann man ruhig sich mal Gedanken drüber machen. Auch in dem Fall, also wir haben die gelbe Zucchini einfach nur roh runtergeschält zur Bandnudel. Wir machen ein bisschen Salz rein. Bisschen Zitronensaft. Ein bisschen rote Zwiebel in halbe Ringe. Würfelchen ist eigentlich vollkommen egal. Hauptsache es ist fein geschnitten, dass man nicht so ein Spaltmaß hat. Ist auch nicht zu viel. Und hier kommt ein bisschen frische Minze mit dazu. Soll ich die Butter schon auf die Zucchini geben? Kannst du machen, du kannst es einfach schön großzügig da drin verteilen. Dann bitte ein kleines bisschen salzen und dann kann man das gleich in deinen Dämpfer schieben. Vorher salzen oder auf die Butter salzen? Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Die Butter schmilzt und deswegen spielt es nicht wirklich eine Rolle. So, manchmal koche ich auch mit André Goethe. Und ach, dann spielt es. Kochen soll ja am Ende auch noch Spaß machen und entspannt sein, ne? Bei uns hier schon, klar. Aber im Restaurant war ich auch entspannt. Also zumindest haben wir es am liebsten, wenn es entspannt ist. Das heißt jetzt nicht, dass das immer klappt, aber natürlich ist es ein Abend, der entspannt abläuft, wo alles reibungslos ist, ist immer der bessere Abend. Das heißt nicht zu den schreienden Köchinnen. Nein, auf gar keinen Fall. Also wir haben jetzt hier drin die rohe Zucchini, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, rote Zwiebel, ein bisschen Minze. Jetzt greifen wir nochmal kurz beherzt rein, dass wir die Zucchini anständig marinieren können. Und es kommt ein bisschen gekrümelter Hirtenkäse mit rein. Hirtenkäse ist Feta aus Kuhmilch quasi. Also darf man ja nicht mehr so nennen. Feta ist ja ein geschützter Begriff. Das lassen wir jetzt einfach stehen, bis wir es verarbeiten. Der Salat schmeckt übrigens natürlich auch unabhängig von Schwein ganz großartig. Mal zum Grillen machen, sehr einfach. Das sieht gut aus. Ja, ich muss gerade noch erwischt. Machen wir noch bis aus, die Inoktion? Ja. Ja? So, jetzt. Dann geben wir Zitronenschale mit dazu. Und nachdem der Topf Resthitze hat, würde ich sagen, füllen wir das mal kurz in der Schüssel hier um. Nicht, dass uns das am Ende vielleicht verbrennt. Wunderbar. Eben, die mal einfach Zucchini rein. Wir schalten es aber wahrscheinlich noch nicht ein, weil es ein paar Minuten dauert. Jo. Haben wir jetzt Pause? Was trinkt man denn zu dem Essen? Wir hatten das Glück, dass der Manfred Rohde uns mal wieder einen Wein zur Verfügung gestellt hat. Heute, nachdem es so ein sommerliches, lockeres Gericht ist, trinken wir was Spritziges. Ein Glas Sekko bietet sich dann in dem Fall optimal an. Bio-Franken-Sekko von Manfred Rothe. No? Ja. Und den können wir nämlich da gleich einschenken, der steht nämlich schon da. Da können wir nämlich diese Zeit sinnvoll verbringen. Wasser predigen, Sekko trinken. Ach so, ja. Der sagt, der braucht noch 3 Minuten. 3 Minuten? Das sollten wir absolut. Das heißt, wir können die Zucchini anschalten. Sehr gut. Also jetzt sieht man da gleich das Wunderwerk mit diesem Druckdampfgarer, weil es dann einfach derart schnell geht. Wenn wir über das Fleisch sprechen, Niedrigtemperatur, garen. In dem Fall, also es gibt natürlich auch in vielen Kochbüchern, dass ich baller außenrum auf 180 Grad, stecke das Thermometer in die Mitte und schaue dann, dass das möglichst schnell funktioniert.
macht das ganze Prinzip aber auch ein bisschen zunichte. Also wir wollen ja eher schonend garen, um am Ende auch ein tolles Produkt zu erhalten. Also, und wenn das Gerät quasi sowieso abschaltet, wenn es die Temperatur erreicht hat, muss man ja nicht mehr so viel selber tun. Also ein bisschen Sachverstand und dann anbraten und dann ist das Ganze ja quasi schon passiert. Ein wenig mogeln. Schaut wunderbar aus. Super. Also hier hat der Herrick auch was ganz, ganz Tolles, eine Teppanyaki. Die genaue Übersetzung lautet? Tetsu ist japanisch und heißt Eisen. Pan heißt Platte und Yaki heißt gebraten. Und Tetsu und Pan wird assimiliert zu Teppan. Und das würde man offiziell mit 2 P schreiben, aber damals hatte die Familie Yaksch die Idee, das nur mit einem P zu schreiben. Deswegen ist das einfach der Teppanyaki oder Insider nennen ihn auch Teppan. Okay, also Teppan, ich würde jetzt sagen, eine große Platte, eine große heiße Platte, auf der man glücklicherweise braten kann. Ist die Zucchini auch schon voneinander weg? Ja, super. Ja, also, wunderbar. Perfekt. Das ist das Schöne, das Thermometer nehmen Sie es einfach wieder raus, wischen es ab und stecken es wieder in den Backofen, dann finden Sie es auch wieder. So, ich habe ja vorhin schon gesagt, das Fleisch war bisher ungesalzen. Das machen wir jetzt. Den Pfeffer machen wir nur hinterher, machen wir erst hinterher drauf, weil der dazu neigt, einfach zu verbrennen und dann ist er recht kratzig im Hals. Welche steht hier in voller Gänze zur Verfügung? Wunderbar. Und da das Fleisch ja jetzt schon die Temperatur hat, die wir uns vorgestellt haben, geht es jetzt nur mehr darum, einfach Röststoff außen zu bilden. Und das war's. Also das geht jetzt sehr schnell. So, wie sind die so gut? Die schauen hier aus. Sieht die super lecker aus. Ja, die Salzen hast du vorhin, oder? Ja, klar. Ja? Wenn du gesagt hast, du wolltest Salz, dann habe ich die Salzen. Sehr gut. Probier. Darfst du? Für mich kann ich nochmal nachsalzen. Voilà, und das kommt. War gut. Nuggets? Gut. Also der Vorteil vom Teppan ist einfach, dass ich die thermostatgesteuerte Wärme habe. Das heißt, der hat immer die gleiche Temperatur. Ich kann dann ein Spiegelei draufgeben und es wird halt einfach nur immer kleiner, aber es wird nicht schwarz oder braun, sondern es hat einfach immer die gleiche Temperatur. Ich habe die große Fläche, das Fett kann seitlich ablaufen. Das ist das, warum in fast allen unseren Küchen immer einen Teppan ist. Das ist der Probierlöffel von Rösele. Achso, weil da komme ich nämlich jetzt nicht ganz hin, dass ich das mal schon so mache. Also für uns ist zum Beispiel wichtig beim Essen, dass Essen Spaß macht. Ja? Also dass wir eben bei jedem Gericht auch immer im Idealfall noch was Knuspriges mit dabei haben, um möglichst vielseitiges Mundgefühl einfach zu haben. Ja? Also das, so wenn mich jetzt jemand fragen würde, würde ich sagen, ein ehrlich gemachtes Schäufele mit einem Kloß, in dem genug Bröckele drin sind. Die Kruste ist kross, die Soße ist gut passiert und es gibt einen anständigen Beilagensalat dazu, ist quasi für mich, für die Wahrnehmung im Mund, fast perfekt, weil alles dabei ist, was ich mir wünsche zum Beißen. Ja? Also der Chips-Effekt obendrauf, so ein bisschen was Kühles vom Salat dazwischen, das, wenn es gut gemacht ist, das muss man natürlich heutzutage auch dazu sagen. So, das Filet hat jetzt natürlich auch ein bisschen Zeit gehabt, noch zu ruhen. Jetzt geht es eigentlich nur darum, schneiden wir jetzt einfach mal 2 Stücke der Optik wegen, zum Anrichten hier. Ein bisschen was von dem Pfeffer drauf. Und dann würde ich einmal so und einmal so. Jetzt kommt unser roher Salat zum Einsatz. Lässt sich sehr schön entwickeln. Setzen wir jetzt hier oben drauf. Sehen wir es von dem Käse noch. Und fertig ist es. Kocheinrichtung Nummer 5. Wieder mal erfolgreich hinter uns gebracht. Nummer 6 wird folgen, Thema bisher unbekannt. Wie immer dürfen Wünsche, Anregungen geäußert werden. Eigentlich muss doch alles, ne? Unbedingt. Ja. Und herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Und jetzt essen wir das einfach auf. Dankeschön. No complications.